Selbst im Urlaub kann US-Präsident Donald Trump es nicht lassen. Von seinem Golfresort New Jersey aus versetzt er die Welt mit provokativen Statements in Angst und Schrecken. Neben Nordkorea nimmt er jetzt auch noch Venezuela ins Visier. Eine Staatskrise hatte das Land mit den größten Ölreserven zuletzt schwer erschüttert. Venezuela ist nicht weit von uns entfernt. Die Leute dort leiden und sie sterben. Wir haben viele Optionen für dieses Land, auch eine militärische Operation, falls nötig. Eine Aussage, die die Regierung in Caracas als Akt der Verrücktheit bezeichnet. Das ist die unverschämteste Drohung, die jemals gegen unser Land gemacht wurde. Ich rufe alle Venezolaner auf, sich gegen solche Interventionen zu wehren. Doch nicht nur in Venezuela ist die Aufregung groß. Auch auf der idyllischen Pazifikinsel Guam bereiten sich die Menschen auf den Ernstfall vor. Auf Informationsblättern stehen konkrete Hinweise für den Fall eines Angriffs, auch mit Atomwaffen. Denn der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat damit gedroht, den US-Luftwaffenstützpunkt auf Guam zu attackieren. Sollte er das wirklich tun, könnte die Hölle losbrechen, macht Trump deutlich. Wenn Guam etwas zustößt, dann wird Nordkorea allergrößte Schwierigkeiten bekommen. Worte, die inzwischen selbst Russland und China beunruhigen. Die beiden Länder haben jetzt einen Vermittlungsversuch zwischen Trump und Kim Jong-un angekündigt.